Hallo zusammen, ich bin Susanne Agau-Strickliesl. Herzlich willkommen hier in meiner kleinen Handarbeits-Ecke. So, da bin ich wieder. Eine Woche ist vorbei und ich zeige euch meine Fortschritte. Ja, also jetzt hoffe ich, dass die Regale etwas gerader sind. Ich habe nämlich schon mal gedacht, die sind etwas schräg. Ein Mann sagt, nein, er hat es richtig gemacht. Und dann habe ich mal die Wasserwaage geholt und gesehen, so viele sind sie schräg. Ja, jetzt habe ich sie irgendwie unterlegt. Man sieht es jetzt gar nicht so gut wegen dem Tuch dort. Das ist, war ein Kunkelkarl, ein Häkelding. Das hat mir eine liebe Freundin fertig gehäkelt. Das ist eigentlich immer hier am Stuhl, aber ich finde es eigentlich zu schade, zum nur dort für jetzt die Folge. Aber ich dachte, ich hänge es mal wieder auf, weil es einfach wunderschön ist. Ich habe das immer hier in meinem Wohnzimmer. Das heißt, wenn ich hier an meinem Pult etwas mache, am PC oder so, also am Laptop, und es ist mir etwas kühl, dann werfe ich dieses Tuch über meine Schultern. Ja. Also ihr hört, ich bin immer noch leicht erkältet. Keine Ahnung. Aber egal. Dies ist übrigens eine Dauerwerbesendung, weil ich euch Dinge in die Kamera halte, die euch verleiten könnte zu kaufen. Ja, also herzlichen Dank für all eure Däumchen hoch. Ich habe auch ein paar Abonnenten dazu bekommen. Herzlich willkommen und vielen Dank. Aber ich danke vor allem auch all denen, die mich immer noch schauen. Und ja, es auch für die Kommentare, über die freue ich mich immer total. Und ich halte, finde, das ist auch nicht selbstverständlich. Ich bin ja jemand, wo sehr sich selten getraut zu kommentieren. Ist total doof, gell? Also ich mache es auch schon mehr als auch schon, weil ich immer gedacht, ja, was denken die dann und so. Völlig bescheuert, aber so bin ich halt, gell? Das ist so, wie ich einmal im Monat denke, ah, vielleicht sollte ich doch aufhören mit Podcasten. Wen interessiert denn das schon? Aber ja, was will man machen? So, was habe ich heute an? Das ist übrigens der Lechfall. Die Anleitung ist von der Nicola Susan. Den habe ich mir damals für Düsseldorf letztes Jahr gestrickt, wollte schon sagen, gehäkelt, nein, gestrickt. Und es ist halt einfach angenehm zum Tragen. Der Bobbel, das ist, also ich habe es gestrickt aus einem Vierfach-Bobbel. Von traumwolle.ch, Schweizer Popelwickler, und gestrickt mit 3,5. Ich würde mir gerne nochmal stricken. Ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Ergebnis. Also ich habe die Ärmel etwas zu kurz gemacht, da hatte ich halt keine Lust mehr. Der Ausschnitt dürfte etwas kleiner sein. Also nicht so, sondern so ein bisschen so. Ja, was mir sehr gefällt, ist das da hier. Ich habe gern, mir gefällt es, wenn es gerafft ist. Ich finde das total schön. Ja, weil ich halt ein Mädchen bin, gell? Ja, also das dazu. Es hat auch Spaß gemacht zum Stricken. Ich kann es eigentlich nur empfehlen. Eben, das sind so Sachen, die würde ich jetzt für mich, aber das ist mein persönliches Gusto. Das ist keine Kritik an der Anleitung, sondern einfach das, was ich gerne das nächste Mal für mich abändern würde. So, aber ja. Und wie ihr seht diesmal nicht nur meinen Kopf. Irgendjemand hat geschrieben, man sieht nur deinen Kopf. Und ich dachte, ja. Da heißt noch gar nicht Halloween. Aber es ist Freitag, der 13. Ja, mal gucken, was ich mir heute noch, welche Horrorfilme ich mir heute noch anschaue. Nein. Wir haben tatsächlich heute, glaube ich, den letzten wirklichen Spätsommertag. Das heißt, ich werde heute Nachmittag in den Garten sitzen. Das war, und nochmal die Sonne genießen auf meine Hollywood-Schaukel. Und das, ja, wie gesagt, ein bisschen gucken, was der Hund macht. Also meistens macht er nicht viel, weil er ja in der Regel schläft irgendwo. Aber ich werde sicher heute Nachmittag das Wetter nochmal genießen. Ich habe diese Woche mal gefacetimed mit einer lieben Freundin, die wohnt in der Nähe von Hamburg. Und sie, also wir haben
FaceTimed, also ein Videochat gemacht. Und sie saß wirklich in einem wunderschönen, einem wunderprächtigen Colorwork-Pulli auf ihrem Sofa, dick eingemuckelt. Und ich saß auf der Hollywood-Schaukel in der Sonne mit einem T-Shirt. Wahnsinn, oder? Also wenn man bedenkt, so weit auseinander sind wir gar nicht. Naja, schon ein paar Kilometer, aber sind nicht Kontinente zwischen uns, oder? Ja, und dann so unterschiedlich das Wetter. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin da immer wieder überrascht. Ja, also der Lechfall habe ich mir letztes Jahr gestrickt, möchte ich mir unbedingt nochmal stricken, ein bisschen modifiziert. Aber das ist halt eben, die Nicola, die hat ja so Anleitungen, schreibt Anleitungen, die kann man jede Wolle benutzen, aber man muss das halt einfach, sie hat Formeln für das, wo man die Maße ausrechnet, das heißt, bedingt natürlich eigentlich immer auch eine, mehr oder weniger immer, außer man ist sehr mutig, eine Maschenprobe, und dann ist halt manchmal schon so, dass man so denkt, ah, das musste ich jetzt eben wie in diesem Fall etwas klein machen. Im Gegensatz zum Roundabout, der ist ja perfekto bei mir geworden. Ja, ich bin ja Roundabout-süchtig. genau. Ja, dann hatte ich noch Pausenknopf. Also, ich habe das letzte Mal gesagt, wo zum Henker habt ihr denn die, wo haben die immer ihren Pausenknopf? Dann hat mir jemand hat geschrieben, ja, sie hätte den neben der Aufnahmeknopf. Ah, da habe ich keinen Pausenknopf, tut mir leid, nichts da. Also, jetzt ist es einfach so, ich muss stückeln, wenn ich unterbrechen muss und dann zusammenfügen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber es ist wirklich, wo man sich mal fragt, wo haben die ihren Pausenknopf? Ich finde ihn nicht. Egal, es gibt Schlimmeres im Leben, sage ich immer. Ja, und dann hatte ich habe mir hier die Notizen gemacht. Jemand fragte, wie viele Laufmeter ich brauchte für Wolle für den Flammentanz. Den habe ich das letzte Mal wieder angezogen auf Wunsch einer Zuschauerin. Falls euch das interessiert, schaut in die letzte Folge. Die hat gefragt, wie viel Laufmeter. In den Kommentaren hat sie gefragt und gesagt, ja, ich schaue dann mal und bin dann echt nicht mehr dazugekommen. Gestern Abend habe ich dann tatsächlich schnell abgewogen, ausgerechnet. Es ist Sinn, wie ich dachte, ist 1500 Meter. Also ich brauche immer für mich, also der Flammentanz, ja, ist sowas zwischen einer 2XL und 3XL, also so eine 48-50, sage ich jetzt mal so. 1500 Meter. Manchmal brauche ich auch 1600 Meter. Das kommt immer darauf an. Den habe ich ja mit kurzen Armen gestrickt. Also wirklich. Also für das, ja, ich brauche einfach zwischen 1500 und sagen wir 1800 Meter. Wenn ich jetzt noch einen Langarm mache, braucht es sicher noch mehr. Und wie lang er ist. Also der ist zum Beispiel ja der Lechball, den habe ich fast tunikaartig gestrickt. Da braucht es einfach mehr, weil ich die Länge brauche, ich brauche die Weite, ja, ist jetzt einfach so, aber wie gesagt, also auch dort hat der ist wunderschön, der Flammentanz, also kann ich nur empfehlen, macht auch mega Spaß zum Stricken, ja, aber Größe 48-50 braucht ihr plus minus 1500 Meter. Dann jemand gefragt, ob ich, weil ich ja so viel stricken, eigentlich auch recht Fortschritte anscheinend, die finde ich ab, mache immer rechte Fortschritte jede Woche, ob ich nach Plan stricke. Jein. Ich stricke, ich gucke, also ich habe ja die, ich bin ja keine monogame Strickerin, das sage ich immer, damit ich kann, monogam bin ich mit meinem Mann. Alles, alles andere wäre mir zu viel, zu anstrengend. Ja, aber mit Stricken bin ich tatsächlich, da habe ich immer mehrere Sachen auf den Nadeln. Aber ich schaue tatsächlich, dass ich jeden Tag an drei verschiedenen Sachen stricke. Ich stricke jetzt nicht, dass ich sage, ich stricke an jedem eine Stunde oder so, sondern das ist auch ein bisschen noch,
Tagesform abhängig. Worauf habe ich heute Lust? Worauf habe ich keine Lust? Was läuft am Fernsehen? Das ist bei mir noch ganz wichtig. Also wenn ich irgendeinen Krimi oder einen Actionfilm gucke, dann stricke ich nichts mit Colorwork zum Beispiel. Also nicht, dass meine Aufmerksamkeit voraussetzt beim Stricken. Also das ist auch mit ein Grund, warum ich eigentlich fast ausschließlich Stinos stricke, obwohl ich all die Mustersocken und die Colorwork-Socken so schön finde und jedes Mal denke, Susan, das müsstest du doch auch mal machen. Das ist so schön. Aber wenn ich das Bündchen gestrickt habe, wo ich ja eins links, eins rechts in was auch immer für eine Kombination stricke, dann habe ich dann schon jedes Mal das Gefühl so, oh, es war schon genug Bündchen. Ja. Also eben, so stricke ich. Ich muss auch immer sagen dazu, gerade wenn ihr noch Kinder habt, berufstätig seid, ihr könnt euch mit jemandem wie mir nicht vergleichen. Ich bin Hausfrau ohne Kind, also die sind erwachsen, die haben schon wieder selber Kinder. Ich habe einen Hund, der, ich sage jetzt mal von den 24 Stunden sicher 17, 18 Stunden schläft. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Also er ist jetzt nicht uralt, er ist 11, aber ja. Und grundsätzlich eher ein gemütlicher Hund. Ja. Dazu, also das ist jetzt alles, glaube ich, was an Fragen kam. Sonst wüsste ich jetzt gerade nichts und habe ich mir auch nicht weit drauf geschrieben. Ja, und vorab noch, bevor ich es vergesse, nächste Woche gibt es keinen Podcast. Mein Mann hat Ferien und jetzt ist das nicht das Problem, dass mein Mann zu Hause wäre. Mein Gott, dann könnte ich doch, ich meine, ich mache da die Türe zu und dann ist gut. Aber wir haben uns vorgenommen, nachdem ja die Sommerferien wir gar nichts unternehmen konnten, aufgrund der also mein Mann hatte sich am Fuß operieren lassen, nichts Dramatisches. Ist auch wieder alles gut, aber er musste den Fuß halt hochlagern, er durfte nicht groß rumspazieren, also hat er einen Gips, aber ja, du kannst dann keine Wandertour machen, nichts. Also nicht, dass wir Wandertouren würden machen, aber so ein bisschen wandern gehen wir schon noch gerne. Also das heißt, irgendwo mit einem Bergbähnli rauf und dann irgendeinen Panoramaweg und dann mit dem Bergbähnli wieder runter. So, also das ist für mich Wandern. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Ja, anyway, auf jeden Fall haben wir uns vorgenommen, wir möchten nächste Woche einiges machen. Das Wetter, also die Temperatur sollte ja ab morgen, das Wetter wird kalt, es wird kühler, definitiv, also irgendwie Sonntag 11 Grad, I don't know. Und aber es soll trocken bleiben. Das heißt, man kann trotzdem raus was unternehmen, die Berge fahren, irgendwo schön einen Rundgang machen, irgendeinen Panoramaweg laufen. Und darum wird es nächste Woche, weil ich das wirklich mir für uns die Zeit freihalten möchte. Wir haben wirklich nichts geplant. Mein Mann hat noch Geburtstag nächste Woche, das heißt, auch dort, er hat gesagt, ja, vielleicht werden ein, zwei Freunde vorbeikommen, aber mir nicht. Ja, aber ich habe mir schon mal überlegt, heute beim Laufen mit dem Hund, ich könnte eigentlich mal ein Video, einen Podcast machen mit meinem Mann. So, wie ist das Leben eines Ehemannes mit einer strickverrückten Frau? Wäre mal lustig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er das machen würde, aber bei ihm weiß man nie so genau. Wenn er gute Laune hat, dann würde er das vielleicht schon mitmachen. So, aber jetzt kommen wir zum Gestrickten. Es wurde eine Sache fertig, und zwar meine Socken für den Advent. Und jetzt dachte ich, die habe ich gestrickt aus Christmas Sock Wool Glitter von Hobby. Die sind fertig geworden. Das letzte Mal war ich hier. Da hatte ich einfach erst diesen angefangen. Und dann
habe ich dann natürlich fertig gestrickt und da den zweiten. Ja, Größe 39, gestrickt mit 2,5 Nadeln für mich. Käppchenferse. Nein, was erzähle ich jetzt wieder? Keine Käppchenferse, eine Herzchenferse. Aber die ist ja ähnlich wie die Käppchenferse. Und eine Stärkenspitze. Das mache ich immer. Ich finde die Bandspitzen, wenn ich sie bei anderen sehe, sehr schön. Ich habe immer Löcher. Ich kriege das nicht hin. Und darum bleibe ich bei meiner. Bei meiner Sternchenspitze. Jo, geil. So, also. Das ist tatsächlich das Einzige, das fertig wurde. Ich habe die Folge heißt ja ein Schritt vorausstricken, zwei Schritte zurück. Und das war diesmal tatsächlich so. Ich musste zwei Sachen auftrennen und neu beginnen. Dazu kommen wir gleich noch. Jo, also. Dann habe ich neue Socken angeschlagen für meine Enkeltochter. Die hat nämlich gesagt, sie hätte gerne wieder Socken von mir. Die ist auch ordentlich gewachsen. Ja. Dann habe ich noch, hatte ich so Kindersockenwolle von Regia. So. Ja, die habe ich mal irgendwo ganz günstig gekauft. Das ist vierfädig, da sind allerdings nur 60 Gramm drauf auf dem Knäuel. Die sind so gewickelt, dass die identisch werden. Und ich habe dann die gerade vorab getrennt und habe dann die so angefangen zu stricken. Einfach so. Ja. Und stricke ich sehr gerne parallel. Das ist nicht immer möglich. So, super, okay, das die ab. Ist nicht schlimm. Schaut mal, diese süße Tasche, die ist vom Nadelmikado, die habe ich geschenkt bekommen. Ach, ich liebe die für so Sockenprojekte. Wirklich, ich finde die auch so süß mit den Eulen. Ich mag Eulen. Ich mag Eulen. Ja. Also, jetzt bei den Socken bin ich so, da bin ich jetzt weiter, aber ich habe bei beiden jetzt schon die Ferse gestrickt. Das ist eine Shadow Wrap Ferse bei beiden. Ich habe da 15 Reihen, eins rechts, eins links. Dann habe ich 25 Reihen bis zur Ferse. Dann habe ich von der Spitze her die Wolle genommen, die ist Uni. Habe damit diese Shadow Wrap Ferse gestrickt und jetzt stricke ich gerade raus. Was passiert dann auch mit denen? Und das sind meine selbstgemachten Nadelstopper. Falls es euch interessiert, wie man die macht, guckt in mein letztes Video. Dort habe ich es erklärt, wie ich es gemacht habe. Ja, das sind meine Socken. Mehr Socken habe ich im Moment nicht auf der Nadel. Es werden aber sicher jetzt am Wochenende noch welche angeschlagen. Weitere Weihnachtssocken. Und ich habe mir ja das letzte Mal mich gefragt, ob ich einen Hashtag habe. Also nicht, der Hashtag war schon vorhanden. Das ist der Hashtag Sockenstricken für Advent. Weil ich ja mal Weihnachtssocken möchte für den Adventzeit, die ich dann tragen kann. Jetzt schaut mich an meine Nachbarin, denke ich. Ich mache sie stamm spazieren. Ja, es ist da vorne die Straße und man sieht rein. Ja, ich habe die Vorhänge etwas zur Seite genommen. Heute ist tatsächlich etwas dunkel. Das heißt, ich sollte heute nicht so überbelichtet sein. Ja, das ist alles an Socken. Dann habe ich weiter gestrickt an dem Roundabout Nummer 4 für meine Patentochter. Da war ich das letzte Mal hier und das kam dazu. Ich habe jetzt das Dunkel-Pink-Fuchsia eingefadet. Ja, ich habe jetzt da keinen Fade-Blond. Ganz ehrlich, ich habe ein bisschen gemacht, wie ich gedacht habe, dass es gut ist. Und ich glaube, es ist nicht so schlecht. Also das wird jetzt halt kein Pulli, so fancy-schmancy-Pulli. Aber mit viel Liebe gestrickt, ja. Es geht da auch ein bisschen, ich habe so Wollreste, damit ich die verstricken kann. Und es ist so ein Pulli, wo ich jetzt sage, dann kann sie mal anziehen, wenn sie jetzt rausspielen geht. Oder
ja, mal einen Nachmittag in den Wald geht oder ja, es hat so einen Pulli. Es ist, Wolle ist von Lana Grosse. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich etwas mit. Doch, da. Das ist die Cool Wool Baby. Uni und EKD. Ja. Da hatte ich ein paar Knäuel und die möchte ich gerne verstricken, weil, ja, man hat sie, also soll man sie verbrauchen. Das ist mein Roundabout Nummer 4. Es werden sicher noch in den nächsten Jahren einige Roundabouts folgen. Also dieses Jahr auf jeden Fall noch mindestens 2. Ja, 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 ja. Dann wisst ihr ja, ich habe für meine Freundin habe ich, jetzt muss ich die Anleitung schnell annehmen, den Coral Reef angestrickt. Also es, den Wrap. Es wird aber, glaube ich, kein Wrap bei mir, sondern eher einen Scarf, einen Schal. Ja, das ist dieser von der Lisa Hannes. Da war ja dieses Jahr mein Karl. Ja, habe ich nicht mitgestrickt, da hatte ich einfach keine Zeit dazu und eigentlich auch noch keine wirkliche Ambitionen. Habe aber mir die Anleitung gekauft damals, weil ich mir schon gedacht habe, das wäre etwas, das meiner Freundin sicher sehr gefällt. Also diese Art von Schal. Ja, da habe ich weiter gestrickt, tatsächlich. Guck mal, diese süße Ente, das ist mein Fortschritts, mein Progress-Keeper. Ja, also, jetzt gehe ich mal zurück. Da war ich das letzte Mal und das alles kam dazu. Jetzt hätte ich nach Anleitung eigentlich die Breite erreicht haben. Habe ich aber nicht. Das heißt, ich mache jetzt nochmal eine Zunahmerunde dann und dann stricke ich einfach weiter. Dann lasse ich es dann, ist es, wenn ich dann nochmal die Zunahme gemacht habe, links und rechts, also machen wir ja dann da in der Mitte. Ja, dann ist es, also auf dieser Breite lasse ich es dann. Weil ich hoffe jetzt, dass es nach dem Waschen sich noch ein bisschen ausdehnt. Eigentlich, ich habe 9, 11 Knäuel und habe eigentlich gehofft, ich könnte ihr noch eine Mütze machen, aber ich fürchte, das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich werde vermutlich nochmal 2 Knäuel von der Wolle nach bestellen müssen. Das ist die Merino von Tropf, die Merino extra fein. Die Farbe 51, das ist so ein Beige, Dunkelbeige, so würde ich jetzt so sagen. Ja. Macht riesen Spaß, also ich könnte ja nur an dem Schal stricken, der macht so viel Freude zu stricken, weil man kann ihn, er ist sehr abwechslungsreich, aber nicht so, also man muss nicht so fest schauen und darüber nachdenken, was man gerade macht. Es ist einfach genug das Muster, dass man das auch nebenher stricken kann. So. Ja, also die Merino Extra Wein von Trups. Sie ist natürlich kuschelweich, darum habe ich sie auch gewählt. Und abgesehen davon, das war gerade eine Aktion damals. Da fast einen Franken günstiger, der Knäuel. Und dann fand ich so, oh, das wäre doch was als Weihnachtsgeschenk. Aber, ja, ich, Problem ist einfach bei der Wolle. Wenn man da mal irgendwie zurückstricken muss oder aus Versehen dazwischen sticht mit der Nadel, dann löst sich der Faden fast wie, also der fällt dann so auseinander, weil er halt nicht so arg verzwirnt ist. Und das finde ich manchmal ein bisschen mühsam. Eben, weil ich nicht immer auf meine Strickerei schaue, passiert mir das halt ab und zu. Aber so what, das ist das Leben, gell? Ja, jetzt kommen wir zu den 2 Schritten zurück. Also, vorab, das Waldkind ist Geschichte. Ich war ja die letzte Woche noch mit meiner Freundin unterwegs, habe ich ja erzählt. Und ja, und plötzlich fand ich dann so irgendwie die Wahl für meine Patentochter, das Waldkind zu stricken, nicht mehr so ganz passend. Weil ja irgendwie, also ich finde das immer noch, ich werde das auch stricken noch. Ich denke, das werde ich für meine
Enkelsöhne vielleicht stricken oder zum Spenden. Also da, ja. Auf jeden Fall fand ich dann so irgendwie, das ist halt schon so mehr Teenager als noch. Also sind ja auch Teenager, sind Kinder. Aber wisst ihr, was ich meine? Die ist so jetzt auf der Schwelle zum Teenager. Und dann fand ich das, ich weiß nicht warum, plötzlich nicht mehr ganz passend, das Waldkind. Eine tolle Anleitung. Wie gesagt, ich würde sie mir, also ich bin mir tatsächlich überlegen, ob ich sie nicht für mich stricke. Weil ich ja, ich habe ein großes Tuch von der Rubato Design, den Nizzo. Wenn es richtig kalt ist, dann trage ich den. Den habe ich aus ganz toller Fingering-Wolle, aus verschiedenen Minis und so gestrickt. Also wirklich top of the pop. Das werde ich den mal wieder vorholen, euch zeigen. Ich liebe dieses Tuch nach wie vor. Ich habe aber letztes Jahr noch einen Tusha-Schal bekommen, geschenkt bekommen, gestrickt von einer ganz lieben Freundin. Und der ist halt schmal, die sind nicht so tief. Und das ist einfach das, was ich liebe. Und das ist ja eigentlich das Waldkind auch. Also es ist nicht so, also so ein Sophie-Scarf für Kinder. Frech gesagt. Aber ich mag die Form tatsächlich und ich habe mir schon überlegt, ich glaube, ich stricke den mal für mich. Einfach ganz lange und dann unten. Weil ich, wie gesagt, ich habe nicht gern, ich habe ein Tuch, das liebe ich, wenn es richtig kalt ist, aber grundsätzlich habe ich nicht gerne, wenn es zu viel Material hier hat. Darum habe ich eher lieber, wenn sie so, ja, ich weiß doch auch nicht, so breit sind das 30 cm. Ja, maximal 30 cm. Eigentlich eher lieber sogar 20. Ja, also darum könnte sein, dass ich da sowas für mich noch stricke. Aber im Moment bin ich für meine Patentochter zu Weihnachten und dann habe ich das aufgeregt. Und dann habe ich lange überlegt, was strickst du? Also ich wollte, dann habe ich gedacht, ja, ein Dreieckstuch wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wenn sie dann in die Schule läuft und so, dann kann sie sich ein bisschen warm einpacken. Habe ich dann so ein bisschen in meinen Anleitungen gestöbert und dann habe ich gefunden, du, jetzt guck mal in deinen Büchern. Und ich habe mir ja letztes Jahr oder wann habe ich mir dieses 52 Weeks of Shawls gekauft. Also ich blättere da immer gerne durch, weil ich finde die total schön, die Shawls da drin. Die meisten sind einfach nichts für mich. Aber ich habe immer mal gedacht, ja, wenn ich mal irgendwie was als Geschenk. Ja. Und daraus stricke ich den Silta von der Tief Nählen. Ich weiß auch nicht, welcher ist. Das ist dieses hier. Ein Dreieckstuch mit verschiedenen Mustern. Ich habe hier noch ein paar Fotos. Das fand ich sehr schön. Abwechslungsreich zum Stricken, aber doch etwas, wo man auch mal sich dabei unterhalten kann. Ja, Abwechslung. Ich wollte Abwechslung, aber trotzdem die Möglichkeit, mich daneben mal zu unterhalten oder vielleicht irgendwas zu gucken, irgendeine Soap von meinem Mann, wo er so gerne schaut. Ja. Ja, wo bist du jetzt da? Und ja, das ist mein Anfang. Die stricke ich auch aus dem Merino extra fein. Ich zeige euch gleich den Knäuel. Das Tuch ist ja zweifarbig. Das heißt, die Hauptfarbe, das große Dreieck, stricke ich jetzt aus dieser Farbe. Das ist die Farbe 43, Merino extra fein. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich nochmal Wolle bestellen. Ich dachte, ist einer blöd. Aber ich habe dann mal bei meinen, ich habe da so eine Kiste mit so Resten und so. Und dann habe ich doch nochmal Merino extra fein gefunden. Unicolo, diese hier. Und die gibt es dann unten. Ja. Aber ich gedacht, das passt. Mir gefällt das. Und dann ist das auch gut. Wie gesagt, also, daran bin ich jetzt. Das Waldkind ist wieder im Wald. Ja,
das ist jetzt, also jetzt Moment, Kraus rechts, dann hier ist der Haltpatent, dann wieder Kraus rechts und jetzt kommt dann Lochmuster, glaube ich. So, das zeige ich euch dann übernächste Woche, wie gesagt. Dann habe ich wieder Zeit. Ich werde auch vermutlich gar nicht nächste Woche groß. Also, nein, ich komme schon zum Stricken. Das nicht groß zum Stricken, das wäre übertrieben. Aber es ist natürlich tagsüber. Ich tue ja meistens am Morgen mache ich meinen Haushalt. Also da mache ich die Sachen, die ich muss. Ja. Wo meine Aufgaben sind. Und am Nachmittag ist so meine Zeit. Und da wir ja jetzt, wie gesagt, mein Mann ja Ferien hat. Und dann sind wir natürlich nachmittags sicher unterwegs oder also einfach tagsüber. Und dann werde ich abends sicher stricken, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Mein Mann ist ja der, der eigentlich meistens, jetzt habe ich gerade gedacht, was ist da oben? Die Lampe spiegelt sich, Entschuldigung. Mein Mann ist ja meistens der, der Auto fährt. Das heißt, ich kann daneben mal Socken stricken. Aber es ist nicht so, ich habe nicht so ausgiebig Zeit. Also es werden vermutlich auch die Fortschritte sich klein halten. Darum macht das auch Sinn, wenn ich euch erst nächste Woche wieder beglücke. Ja. Und dann hatte ich meinen nächsten Neuanfang. Der Christkoss. Die liebe Kerstin Filu strickt hat ja zum Christkoss Call 23 ausgerufen. Und da mache ich ja mit. Den Bobble, ein Bild von Bobble habe ich ja im letzten Video gezeigt, weil ich ja so intelligent war. Oh, Leute, ehrlich. Ich wollte nicht von innen nach außen stricken, aber ich wollte mit der Innenfarbe anfangen. Und ich dachte, ja, Susan, du machst das ganz schlau, du tust das einfach umwickeln selber. Mach das bloß nicht. Also am Schluss hatte ich dann zwei Knäuel. Ich muss es von Hand aufwickeln. Es ging nicht. Also ich habe es nicht geschafft. Aber alles gut. Oh mein Gott, dann bin ich halt rausgesessen auf die Terrasse, habe mich auf meine heißgeliebte Hollywood-Schaukel gesetzt und habe gewickelt. Gewickelt und gewickelt und gewickelt und gewickelt und gewickelt und habe dazu noch irgendwelche Podcasts geschaut. So. Ja, also das lag auf dem Sofa. Und ich, also mein Ueli, es war nicht irgendeine Katze, es war mein Ueli. Ja, ich habe das letzte Mal, habe ich mal Bilder eingeblendet. Der hat das begutachtet und hat mir einen Faden gezogen. Und Leute, ich habe das nicht mehr reingekriegt. Also da bin ich dann wirklich ein bisschen nerdig. Und, also der war, ließ sich auch nicht schön reparieren. Das heißt, ich habe das, weil ich ja jetzt noch nicht so weit war, habe ich es gerippelt und habe dann aber gleich dann noch, es war sehr, also eigentlich, ich habe es mit einer 3,5 gestrickt. Es war okay. Es war wirklich, weil ich dachte, ja komm, ich will das Tuch ja für den Frühling. Gerade morgens, wenn es dann doch noch kühl ist, habe ich gern manchmal was am Hals. Ich merke, ich werde älter. Ja, ja. Ja, und dann habe ich gedacht, so, jetzt machst du gleich mal nochmal, fangst mit einer, nicht mit einer 3,5 an, sondern mit einer 3,25. Und was soll ich sagen? Es gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser. Es ist immer noch schön locker und so weit bin ich jetzt. Ja, also ihr seht, ich war schon ziemlich, ich hatte sicher nochmal so ein Stück dran. Aber ich konnte das nicht lassen. Also es hat mir einfach, ich habe gesehen, das hat so alles zusammengezogen und ich habe das nicht richtig, das ist halt, weil auch die Fäden natürlich, strickt das ja aus einem Bobble, den ich geschenkt bekommen habe in Kassel von der lieben Daniela, die Faserschmiedin. Und jetzt, die Banderole habe ich übrigens behalten. Yeah, ich habe sie nicht verstanden. Das ist von Fantasiewolle, der Sommer ist da. Ja, also ich freue mich total. Das geht ja von Gelb, Orange ins Pink. Ja, also von Pink, Gelb ist, ich mag Gelb, aber es ist halt schon so. Ich kann so, Gelb steht mir halt jetzt nicht gerade so. Aber ist okay, oder? Ja, ich finde es gut. Ja, also meine, ist es durch. Hallo? Aber ihr seht, also jetzt auch so,
Ich habe gerade heute überlegt, wie lange ich eigentlich schon stricke. Ich habe mit etwa 9 angefangen zu stricken. Also nicht so exzessiv, aber wirklich, weil ich habe ja, hat eine Mutter, die schon immer gestrickt hat. Also das heißt, ich stricke seit 50 Jahren. Und wenn sich das mal überlegt, dann denkt man, oh weia, ich bin ja uhühneralt. Und das Verrückte ist, im Kopf ist man das noch nicht. Der Körper manchmal schon. Manchmal fühle ich mich wie 70. Nicht, dass ich weiß, wie man sich als 70-Jähriger fühlt, aber also man merkt einfach so, hey, ja, das Leben geht vorwärts. Ja, also genießt, also man kann nicht immer durch jeden Tag durch die Wiese springen und halala, was ist das Leben schön. Jeder von uns hat seine Aufgaben, seine Verpflichtungen. Aber ich merke schon, also manchmal vergisst man auch ein bisschen, mal das Gute in seinem Leben zu sehen. Das allerdings passiert mir weniger, weil ich schon immer jemand war, der sehr positiv denkt. Also auch im Sinn, ich orientiere mich nie nach Menschen, die mehr haben oder ich sage immer, es gibt immer jemand, der schlanker, reicher, was auch immer ist. Aber es gibt so viele Menschen, denen es so viel schlechter geht. Also man muss immer sehen, wie gut es einem eigentlich geht. Ja, und ich bin nicht irgendwie, ich habe keine chronische Erkrankung, ich habe auch sonst nichts. Also ja, die üblichen Zipperlein, wenn man halt älter wird. Aber mein Gott, wer hat die nicht? So, das wäre es eigentlich angestrickt. Jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was von einem Wohlkauf. Ich erzähle euch noch ein bisschen was von Plänen. Generell, wen das nicht interessieren sollte, ich hoffe, ich sehe dich das nächste Mal wieder und Däumchen hoch, bitte. Bitte, 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 bitte. Oder vielleicht sag und einen lieben Kommentar, darüber freue ich mich auch immer. Ja, das wäre wirklich nett. Und für alle anderen, jetzt geht's weiter. Ja, also, ich habe mir ein Buch bestellt. Und zwar, also das war eigentlich schon, ich habe das als Vorankündigung schon mal bekommen. Beim Elix Libris oder wo? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ja momentan in aller Munde. Und ich habe noch nicht alles durchgelesen, aber ich bin schwer begeistert. Eine ganz liebe Freundin hat dann so gemeint, ja, aber weißt du, also die Modelle gefallen mir nicht so. Ich sehe das jetzt auch nicht als Anlage. Also es ist also die Claudia Eisenkolb, ich habe angefangen zu lesen. Wie gesagt, ich bin ganz begeistert. Nicht, dass die Frau Eisenkolb Ahnung hat, wer ich bin, aber ich finde, sie hat da was ganz, ganz Tolles gemacht. Und zwar nimmt sie einen so ein bisschen an der Hand und erklärt, wie man sich richtig ausmisst und aufgrund dessen, wie man seine Anleitung auf seinen Körper anpassen kann. Ich finde das was unglaublich Wichtiges. Sie macht das, also bis jetzt, was ich gesehen habe, sehr, sehr, sehr gut. Ja, also ich bin tatsächlich, ich werde mir das Buch nochmal bestellen, weil ich ja dann irgendwie Richtung Ende Jahr, wenn ich dann mit meiner Gurzelreife durch bin, gerne nochmal eins verlosen möchte, weil ich wirklich, ich weiß, viele von euch haben wie ich auch jetzt einen Körper, der halt nicht der Normen der Modeindustrie entspricht. Und ich denke, hättet ihr was, was euch wirklich an die Hand nimmt und euch da ein bisschen durchführt und dann die verschiedenen Konstruktionen erklärt und so. Weil bei mir ist es sehr oft so, ich kaufe eine Anleitung, die ist grundsätzlich gut, aber ich muss immer Modifikationen vornehmen. Also zum Beispiel hier, ich habe
Ich brauche hier ein bisschen mehr Tiefe. Da hat sie zum Beispiel erklärt, sie hatte nicht, hat zum Beispiel sich das immer zu tief gestrickt am Anfang, hatte dadurch relativ viel Material, bis sie mal gecheckt hat, dass sie da weniger, eigentlich nicht so tief stricken muss hier am Ausschnitt. Also ich finde das eine ganz tolle Sache. Wie gesagt, einfach es geht darum, euch an die Hand zu nehmen und wie man sich das selber auch erarbeiten kann und anpassen kann. Ja, also ganz ein tolles Buch. So, und dann habe ich, also ich bin ja normalerweise nicht die irgendwelche euch Buchvorstellungen, ich zeige das jetzt auch nicht im Detail, ich sage einfach, möchte euch einfach wissen lassen, dass ich schwer begeistert bin. Also das ist alles Werbung, unbeauftragt, unbezahlt. Wie gesagt, also die Leute, die haben auch keine Ahnung, wer ich bin. Also das ist, ja, werde da auch nicht gesponsert. Dann hatte ich, ja, ich glaube das vorletzte Mal, habe ich ja euch erzählt, wo ich euch mein Love in a Mist gezeigt habe, wo ich aus dem Pazifik von Brew Yarn gestrickt habe. Also das ist die, wie heißt sie? Die Base ist die Soul. Die Soul, ja. Die Färbung heißt Pazifik. Und dann habe ich ja mal gefragt, ob vielleicht noch jemand die zu Hause hätte. Ich habe ja, habe mir dann auf dem Kasseler Wohlfest, habe ich mir die zwei gekauft, wollte das mit der kombinieren. So, jetzt für den Love in a Mist hat das nicht funktioniert. Ich habe das angefangen, habe gesehen, es passt schon, aber in Kombination mit dem Muster sah es einfach nicht gut aus. So. Ich hatte mir 4 Stränge von der Farbe, habe 3 gebraucht, hatte noch einen übrig. Und ich meine, was mache ich mit 3 Strängen? Nicht. Also ich brauche 5 so gute, also brauche 5 Stränge von etwas. Also, Und dann habe ich ja gefragt, ob irgendjemand vielleicht die noch zu Hause rumliegen hat, was halt, eigentlich, nein. Ich würde sie abkaufen. Und dann hat sich niemand gemeldet. Also, das ist auch nicht schlimm. Leute, also sowas übergebe ich ja immer am Universum. Sag du, schau mal, Universum, schau mal. Dann kommt nichts. Und ich dachte, ja gut, also dann, mei, also dann gucke ich halt mal beim, oder schau dann nächstes Jahr in Kassel, ob ich noch mal was dazu kaufen kann oder wie auch immer. Und dann war ich mal, mein Mann war am Schnarchen, der Hund war am Schnarchen, ergo war ich im Wohnzimmer, weil ich nicht schlafen konnte. Und war so ein bisschen googeln und hab danach Wolle gegoogelt. Und dann habe ich so gedacht, ach, jetzt gibst du mal Brew Yarn nochmal ein. Weil ich kann mir die Internetseite nie so merken. Also ich mache viel mit Google. Habe es eingegeben und dann habe ich schon gemerkt, hä, da kommen ja nur Seiten aus der Schweiz, bis ich gecheckt habe, dass ich ja bei der Suchoption als Suchland Schweiz immer noch drin hatte. Was soll ich euch sagen? Es gab einen, ich habe einen Wollladen gefunden in der Schweiz, die genau noch diese Wolle geführt hat. Danke, Universum. Das heißt, ich habe jetzt, jetzt muss ich abgucken, wo ich das, ich habe nochmal 2 Stränge pro Jahr von der gleichen Färbung. Ist das nicht der Hammer? Ich habe mich so gefreut. Ja, es ist natürlich ein bisschen teurer, als wenn ich es in Kostel kaufe, aber ich habe nochmal. Und jetzt fragt ihr euch, wo? Also die haben diverse so spezielle Wollen. Gekauft habe ich die bei Zamenadere. Also für die, die kein Schweizerdeutsch kommen. Das heißt so viel wie zusammenstricken. Das ist ein Laden, also sie haben einen Online-Shop. Die haben auch einen Laden in Oberuzwil. Da, was haben sie da geschrieben, dass sie, glaube ich, noch Workshops und alles mögliche Kurse anbieten. Jetzt tue ich euch mal schnell das. Da
zeigen und ich werde euch am besten noch das verlinken. Ja. Sieht man. Ja. Also, ich war ganz begeistert. Ich war im siebten Wollhimmel. Ja. Ach, es war schön. Es war so schön. Ja, die Wolle ist gekommen. Das heißt, jetzt fragt ihr euch sicher, was will sie da rausstecken? Die hortet ja Wolle. Das ist das, was mein Mann schon immer sagt. Ich habe kein Problem damit, dass du die Wolle kaufst, aber strick sie doch mal für dich. Ja. Also, ich möchte mir draus stricken, den von der Vera Velimäki. Ach, das ist immer Interpretation, wo ist diese Anleitung drin? Der Breathing Space. Das ist, der fängt da mit der Hauptfarbe dann an, dann hast du hier so Streifen und dann fangen die Streifen an, hier so quer runter zu laufen. Und ich stelle mir das ganz toll vor. Also, ich habe das auch schon gesehen, das streckt einfach ein bisschen, macht eine gute Figur und ist so ein bisschen Tunika-artig und das mag ich ja, ich mag das. Also, das werde ich daraus stricken. Ja, dann ist einfach so als Info, falls ihr das Wochenende noch guckt oder so, die Wollmeise, also für alle, die keinen Newsletter haben, die Wollmeise hat einen Decay-Sale. Das heißt, ihr kriegt den Strang, ihr zahlt statt 32 25 Euro. Ja, Susan hat heute bestellt. Oh, ja. Was, also rote Wolle und noch was für den... Ah, die neue Krämerjacke. Die Frau Bohai hat die ja gezeigt. Und die hat ja oben mit so hellgrau und unten noch Streifen reingemacht. Und ich fand das, ach, ich war so begeistert. Also mag ich ja ein bisschen diese kastenförmige Konstruktion von Jacken. Ob es mir steht, keine Ahnung, aber ich mag's. Mir gefällt's. Also von dem her, ja. Ich finde so, immer das Ganze und davon abhängig zu machen, was andere finden. Also ich gucke natürlich schon ein bisschen, aber wenn ich mir gefalle, mit dem, was ich anhabe, denke ich, strahle ich das auch aus. Ja, und beim Thema Bohai, bevor ich jetzt mich dann gleich verabschiede. Ja, also die liebe Elke hat es ja in ihrem Video schon erzählt. Sie macht ja am ersten Adventswochenende macht sie wieder Open House. Das heißt, man kann ihr neues Atelier besuchen. Und ich war eine von den ersten, die das erfahren habe, weil ich sie an Kassel traf und gesagt hat, Elke, ich würde so gern wieder kommen, aber deine Ankündigungen von diesem Adventswochenende, die sind einfach für mich zu kurzfristig. Ich muss das ein bisschen vorher planen, weil ich muss das mit meinem Mann absprechen, dass es geht eigentlich hauptsächlich um den Hund, nicht um den Mann. Ja, und diesmal hat sie mich ganz früh informiert und dann habe ich natürlich sofort gleichen Tag das Hotel gebucht. Ich habe zwar jetzt nochmal umgebucht, ich habe ein anderes Hotel in der Nähe vom Bahnhof, weil mein Mann dann so gesagt hat, du, aber wann kommst du denn am Sonntag zurück? Weil eigentlich hat noch sein bester Freund Geburtstag irgendwie und ja, anyway. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn ich am Sonntagmorgen wieder heimfahre, dann gebe ich nicht zu viel Geld aus, weil ich weiß nicht, also ich bin halt einfach eine Wollverrückte, tut mir leid. Also was für andere irgendwie der Alkohol ist, ist für mich Wolle. Wolle ist halt einfach, das macht mir Freude, sie also ja, wenn ich dann so einen Strang in die Hand nehme, dann erfüllt mich das einfach mit Freude. Und dann denke ich mir immer, ich weiß, in ein paar Jahren, also spätestens wenn mein Mann pensioniert wird, dann haben wir auch, das geht vielen ja so, einfach auch weniger Geld zur Verfügung. Und die Jahre, in denen wir sparen konnten, die waren nicht so lang. Ich weiß, das ist ein Thema, irgendwie habe ich mal das Gefühl, da redet man nicht darüber. Und ich will auch nicht jammern, verstehe ich einfach recht. Aber auch ich kann mir nicht alles leisten. Ich verzichte auch auf vieles. Also vieles, das ist mir auch nicht wichtig. Also
Meine Haare, die schneide ich mir meistens selber dann. Wenn die nass sind, dann Mittelscheitel gemacht, alles nach vorne, zack. Ich habe Naturlocken, lange Haare. Ihr habt ihr das Gefühl, das sieht jetzt irgendjemand, wenn die trocken sind, ob die irgendwie einen auf der einen Seite einen Millimeter kürzer sind oder nicht? Nein, das sieht kein Mensch. Und in der Schweiz, das ist richtig teuer, Friseur. Also ich zahle, wenn ich zum Friseur gehe und ich gehe dann nicht zum teuren, ne? Zahle ich um die 80 Franken. Also da denke ich jetzt mal, uff, das ist schon bald eine Pullimenge. Oder ganz viel Sockenwolle. Ich mache mir keine Nägel. Ich finde das total schön, versteht mich recht. Aber das ist einfach, da denke ich immer, ich rechne alles in Bulknoil um, wie viel Wolle ich mir dafür leisten kann. Also tue ich das nicht. Ich bin niemand, die gerne auswärts essen geht. Also natürlich gehen wir 2-3 Mal im Jahr auch auswärts essen, aber das ist mehr dann auf, weil Freunde finden, ja, sie möchten gerne in dieses Restaurant und sie würden gerne, dass wir mitkommen. Dann gehen wir mal auswärts essen. Das ist auch immer schön, aber grundsätzlich ist es was, wo mir sagt es nicht so viel. Es war schon als Kind so. Also ich war kein Kind, das gerne ins Restaurant ging. Ich fand, meine Mutter hat gut und da musste man immer so brav sitzen und nach Essen durfte man ja nicht aufstehen. Und das war auch ein Grund, warum ich nicht gerne in Hotels gehe. Das heißt, wenn ich eine Städtereise mache, finde ich Hotels praktisch diskussionslos, aber dann bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ferien würde ich nie im Leben in einem Hotel machen. Früher ja, aber da sind wir nach Mallorca so gefahren, da war man auch den ganzen Tag weg, aber schon seit Jahren nicht mehr. Also bin ich kein Fan, dann kommt noch dazu, ich habe ja seit ja, bald 10 Jahren weiß ich, dass ich glutenunverträglich bin, also glutenunverträglich. Und es ist halt immer noch ein Problem, wenn ich in eine Gaststätte gehe, ist es immer ein Glücksspiel, ob die wissen, wovon ich spreche und ob sie mir nicht irgendeinen Mist erzählen. Naja, ich merke es am anderen Tag. Ich habe aber gemerkt, selbst wenn ich mal was erwische, ist es nicht mehr so schlimm wie früher, weil ich einfach halt zu Hause sehr konsequent darauf achte, was ich esse. Also da lebe ich wirklich glutenfrei. Und darum ist das dann auch nicht so schlimm, wenn ich da mal was erwische. Aber es macht einfach so, ich gehe nicht mit einem sicheren Gefühl in ein Restaurant, als ich kenne es. Es gibt welche, die sind sehr gut in der Zwischenzeit und stellen sich wirklich auf diese Kunden ein, auf Besucher mit speziellen Bedürfnissen, wie mich oder auch andere. Alles okay, also wie gesagt, also das sparen wir natürlich viel Geld, weil wir einfach welche sind, wo eben, wie gesagt, ich mach ganz viele Sachen, ich gehe nicht in die Fußpflege, ich habe keine Nägel, schöne, gefallen würde mir das schon, aber wie gesagt, da bin ich dann wieder zu geizig. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, das ist wieder typisch ich, oder? Aber wie gesagt, genießt das Leben, seid zufrieden. Ich versuche es auch immer. Und natürlich, manchmal denke ich so, das hätte ich auch gerne. Also nicht im Sinne, ich bin neidisch. Das bin ich Gott sei Dank, das kenne ich nicht. Aber das schon, dass ich manchmal denke, ja, das wird mir jetzt auch noch gefallen. Also. Aber ja, dann kommt das Universum um die Ecke und schenkt mir. Also, nein, geschenkt hat er mir es nicht. Geschenkt wurden mir die Knäuel nicht. Aber das Universum gab mir das Geschenk, dass ich nochmal 2 Stränge zukaufen konnte. Und das ist eben das, wo ich sage, wenn mein Mann manchmal so sagt, weißt du, und dann sage ich mir, ja, weißt du, aber in ein paar Jahren geht das alles nicht mehr vielleicht. Also wir gewinnen im Lotto, you never know. Ja. Aber da sagt mein Mann immer, müsste man ja mitspielen. Das wäre so die Grundvoraussetzung. Und ich, ach mein Gott, 54 Minuten und ich bin nur am Labern wieder nur noch. Jetzt ist fertig. Wie gesagt, also nochmal Papa, hi. Ja, ja, ganz kurz noch. Also, sie hat gesagt, Meet and Greet. Ich so, Ah, vielleicht kommt dann wirklich noch jemand Wichtiges. ja. Auf jeden Fall werde ich am Samstag dort sein. Ich freue mich riesig und ja, vielleicht treffe ich die eine oder andere von euch dort. Würde mich natürlich freuen. Ja, nächste Woche habe ich ja Ferien, aber am Freitag fahre ich zu Ursi. Da fahre ich immer nach Schiers. Ja, Ursi, ich komme. Gell? Kannst du machen, was du willst, aber ich komme.
Und wenn es schneit, ja, es ist ein bisschen hier, so Richtung Davos, dann komme ich einfach mit dem Zug. Yeah! Anyway, ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Bis übernächste Woche. Bleibt gesund. Die, die krank sind, wünsche ich rasche Genesung. Die mit was Chronischem oder ja nicht so heilbarem kämpfen, denen wünsche ich, dass sie auf ein Level kommen, wo es erträglich ist und dass sie nicht den Mut, die Zuversicht und die Gelassenheit verlieren aus ihr Leben. Bis nächstes Mal. Tschüss zusammen, man hebt's gut. Ciao, ciao.